Goodbye to Berlin ist eigentlich die Grundlage, das Buch, nachdem nachher das Musical Cabaret entstanden ist, dieser Welterfolg mit Liza Minnelli in der Regie von Bob Fosse. Wir wollten eigentlich Cabaret produzieren, jetzt zur Spielzeiteröffnung. Das geht nicht aufgrund der Corona-Krise. Wir können kein Tanzensemble auf die Bühne bringen, wir dürfen uns nur mit Sicherheitsabstand bewegen, wir dürfen kein Orchester unten im Orchestergraben haben. Also war die Idee des Theaters, dass wir eine szenische Lesung auf der Basis des Buches machen. Da habe ich eine Collage gemacht aus Texten dieses Buches, aber natürlich auch aus Musiken von Cabaret und auch aus anderen Musiken. What good is sitting alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret. Also das finde ich, wir versuchen dem nahezu einen philosophischen Untergrund zu geben und das mag ich sehr. Für mich ist dieser Satz Life is a cabaret ist für mich das Leben schlechthin, weil wir wissen alle um die zeitliche Begrenztheit unseres Erdendaseins. Und wenn wir nicht rausgehen, wenn wir uns nicht ins Leben werfen, wenn wir nicht uns verlieben und wenn wir auch feiern, auch das Leben einfach sinnlich erleben, dann haben wir was verloren. Es ist also ein Teil ist wirklich Cabaret und ein anderer Teil ist dann die Geschichte von Christopher Isherwood, der Autor dieses Buches, der nach Berlin gekommen ist Anfang der 30er Jahre und gesagt hat, wie eine Kamera, ich bin eine Kamera, nehme ich alles auf, was ich dort in Berlin erlebe. Isherwood ist schwul und er hat Künstlerfreunde gehabt, er hat auch jüdische Freunde gehabt und diesen Bernhard Landauer, der Neffe der großen Warenhauskette, und als er merkte, wie diese seine Freunde, seine Lebenswelt aus Berlin verdrängt wurde, ist er selber auch gegangen. Und deswegen glaube ich, dieses Leb wohl Berlin, Goodbye to Berlin, ist von ihm so ein melancholischer Titel dieses Buches. Also es ist eigentlich eine Liebeserklärung an Berlin, aber er hat 1932 dort Abschied genommen.